Wir stehen hier heute an unserer Bratstraße. Mit der Bratstraße braten wir alles, was gebraten werden muss. Zum Beispiel Fleisch, Fisch, unsere vegetarischen Bratlinge. Bevor wir die Bratstraße benutzen, müssen wir sie einschalten, damit die Temperatur hochgeht. Hierfür brauchen wir eine Vorlaufzeit von 30 Minuten. Wenn die Temperatur erreicht ist, legen wir das Bratgut auf und es fährt zwischen zwei Teflonbändern in die Maschine ein. In ca. 30 Sekunden ist das Bratgut durch die Maschine gelaufen. Die Bänder werden permanent gereinigt, so können wir in kurzer Zeit verschiedene Lebensmittel über die Bratstraße legen. Das Besondere an der Bratstraße ist, dass das Bratgut auf zwei Teflonbänder in die Maschine einfährt, so können wir fettfrei braten. Das Bratgut kann aber trotzdem nach Bedarf leicht beölt werden. Wenn das Bratgut aus der Maschine kommt, ist es noch nicht ganz fertig. Gulasch oder Frikadellen werden dann weiterverarbeitet, zum Beispiel im Topf oder im Ofen.